Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Doom Eternal, The Ancient Gods Part 1. Wir sind mittlerweile zurück in Urdek im Hain und müssen das Luminarium mit der Essenz des dunklen Fürsten erreichen, den wir wiedererwecken wollen, damit wir ihn endgültig töten können, um den gesamten Krieg gegen die Hölleninvasion und gegen die Höllenmächte zu beenden, ein für alle Mal. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich total logisch, dass der Doom Slayer nicht zugelassen hat, dass der Father, also der Vater, wiederbelebt wird. Denn der Vater hat ja den dunklen Fürsten überhaupt erst am Leben gelassen, weil er ihn als einen seiner Kinder angesehen hat. Und der wiederbelebte Vater mit seiner gewaltigen Macht hätte niemals zugelassen, dass der Doom Guy oder der Doom Slayer den dunklen Fürsten so hätte wiederbelebt und töten können. Das hätte er nicht zugelassen und deswegen mussten wir den Vater und Samuel leider verraten. Es gab keine andere Möglichkeit. Jetzt sind wir hier in Urdek und werden uns mal dem Luminarium nähern. Die Unterlagen waren ausführlich und der Ark hat alles aufgezeichnet. Der dunkle Fürst kann erst in seiner physischen Form getötet werden. Jeder, der sich das Recht auf eine Lebenssphäre im Sumpf verdient hat, darf das Luminarium passieren und die Sphäre benutzen. Sie könnten quasi jeden da drin aufwecken und die würden ihnen noch dabei helfen müssen. Ja, das ist für uns so eine gute Ausgangslage. Ich finde übrigens den Praktikanten mega cool, wie er überhaupt gar keinen Schiss hat vor irgendwas, sondern einfach nur sagt, ja, ich bin dabei. Das ist schon ziemlich cool. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass er die personifizierte Fanbase von Doom ist, die einfach nur alles feiern, was der Doomslayer tut. Er sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen heruntergekommen aus. Oh, ich stelle gerade etwas fest. Wartet mal eben. Ich muss mal einmal aus dem Spiel raustappen hier, so. Ja. Ich hatte den Browser noch an und Firefox zieht leider ziemlich viel Leistung. Vor allen Dingen Arbeitsspeicher. Und das müssen wir ja nicht unbedingt haben. So. Wie kommen wir jetzt da nach oben? Wir müssen das Ding hier nutzen. Ach, um dann da oben ran zu springen. What? Und da haben wir unseren neuen Dämon. Bloodmaker. Die Bloodmaker ist ein schwerer Dämon, der bei aktivem Schild unverwundbar ist. Während schwerer Angriffe sind die Schilde deaktiviert und der Kopf wird zum Schwachpunkt. Schieß auf den Kopf, um die Bloodmaker sofort zu töten. Im Codex kannst du mehr über die Schwachpunkte von Dämonen erfahren. Okay, so kann man da also gar nichts machen. So aber. Da haben wir auch noch die Maker-Drohnen, die kennen wir ja auch noch. Na komm. Den haben wir erledigt. Und noch einer. Na komm. Na komm. Do it. Okay, die sind schon stärker als diese Drohnen, aber jetzt auch nicht unbesiegbar oder so. Okay, lesen wir nochmal mehr über die Bloodmaker. Das werden wahrscheinlich korrumpierte Makers sein. Anders kann es eigentlich nicht sein. Bloodmaker. Wenn ihr Schild deaktiviert ist, tötet sie einen Kopfschuss mit dem Präzisionsbolzen, einer Haftbombe oder der Arbalest sofort. Fügst du der Bloodmaker mit der BFG Schaden zu, wird ihr Schild kurzzeitig deaktiviert. Der Schild der Bloodmaker wird deaktiviert, wenn sie schwere Angriffe starten. Schaden aus schweren Angriffen der Bloodmaker verlangsamt dich. Okay. Hier haben wir sie. Maker Angels sind eine ergebene und bedeutende Kaste auf Urdek, die durch das erwachte Bewusstsein des Icon of Sin korrumpiert und mutiert wurden. Gezeichnet vom Zorn des Icon und mit Höllenfeuer in ihren Adern bewegen sich die Bloodmakers, wie sie nun genannt werden, frei in den Reihen der Dämonen. Mit ihren Stäben setzen sie einen Blitzschlag gleich ihren Gegnern zu, während sie wie zum Spott ihre einstigen Heimat an den toten Himmels Urdeks kreisen. Ja, das ist wirklich nicht besonders schön und nett von euch. So, jetzt müssen wir hier rüber. Ja, dann hier rauf. Das war knapp. Und dann hier rüber. Ich finde es einfach cool, was sie aus dem Doom-Franchise gemacht haben. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also diese verschiedenen
Gebiete und so, das fetzt schon mega. Dieses Waffenswitchen ist übrigens eines der größten Neuerungen, die ich in meinen Kampfstil irgendwie eingebaut habe. Das ist halt super wertvoll und verstärkt den eigenen Skill nochmal deutlich. Okay, da drüben war nichts mehr, was wir irgendwie zu bedenken haben. Was ist das denn? Was ist denn das denn für ein Quallen? Die Dämonen bewegen sich jetzt frei durch diese Welt. Ohne die Kanmega und durch die Erweckung des Icon of Sin wurde das Siegel gebrochen. Das ist die Stimme von Vega. Das ist Vega. Sie haben ihn auf ihrer letzten Mission zurückgelassen. That's a problem. Okay, das war falsch. Aber interessant, dass wir jetzt nochmal Vegas Stimme gehört haben. Sehr, sehr interessant. So, jetzt sind wir schon mal drüben. Oh, Imps. Wer kommt noch? Oh Gott. Fuck! Oh, Scheiße. Wir brauchen ein bisschen Rüstung. Dringend. Tötet ihn! Nein! Keine Munition! Fuck. Da habe ich noch einen Maker gehört. Mann. Wenn wir den schön zersägen, dann kriegen wir nochmal ordentlich Munition dafür. Ist sie vielleicht noch irgendwo ein anderer Dämon oder so? Ja. Dürfte es jetzt dann auch mal gewesen sein. Oh, vielleicht auch doch nicht. Good Flash. Wir müssen einmal eben ein wenig Ruhe haben. Yeah. Oh, fuck. Man kann ihn also auch nicht sofort töten. Also man kann ihn nicht sofort töten immer.
selbst wenn man ihn abschießt, wenn er sein Schild deaktiviert hat. Er muss halt wirklich am Kopf getroffen werden, ansonsten bringt das nichts. Komm, bring it on! Ich glaube, wir haben ihn. Oh, Scheiße! What? Jetzt mal etwas weniger von allem möglichen Zeug getroffen werden. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr wertvoll. Oh Gott. Nee! Marauder und Tyrant. Die spinnen doch, die Römer. Ich gehe erstmal runter. Au. Wir müssen einmal ein bisschen weg, Distanz zwischen uns bekommen. Mistkäfer! Oh Gott, der Tyrant. Der ist uns nachgekommen. Immer noch nicht tot. Raus aus der Ecke, vor allen Dingen raus einfach aus der Ecke. So, den kriegen wir jetzt als nächstes auch einmal down, da ist er. Jesus! Ugh. Also man kann sagen, was man will, der Schwierigkeitsgrad ist einfach deutlich höher als beim Hauptspiel. Aber das ist auch genauso gewollt, ne? Und ihr dürft nicht vergessen, das ist fast die leichteste Schwierigkeitsstufe hier. Und trotzdem struggelt man hier so hart. Genauso soll es sein. So, jetzt müssen wir nochmal eben gucken, wie wir... Kommen wir da einfach so... Muss einen anderen Weg geben. Was ist da drüben? Was macht... Das könnte ein Archweil sein. Oh. That's interesting. Geil. Ich glaube, die Feuerwelle war einfach nur der Mancubus. Und ich habe es nicht erkannt. Boah, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, jetzt geht's auch langsam wieder zu Ende mit unserem Munitionsvorrat. Wie kommen wir da oben hin? Wahrscheinlich von hier aus. Ich wüsste keinen anderen Weg.
Dann haben wir auf jeden Fall schon mal den Schlüssel für das nächste Slayer-Tor. Denn offenbar gibt es noch eins. Und das kann ja auch, das kann ja auch heiter werden, mehr als heiter. Hier haben wir noch ein extra Leben. Damit haben wir jetzt 4. Wir werden sie dringend benötigen. Hier haben wir eine Bonusbegegnung mit relativ wenig Munition. Das ist ein kleines Problem. Aber probieren wir es erstmal. Na. Ach Gott sei Dank. Ich muss jetzt nicht extra noch zusätzlich den Geist töten. Das hätte nämlich zeitlich nicht mehr hingehauen. Schließe beide. Oh, Blutslayer kriegen wir dann hier. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Von der kriegt man auch direkt einen Blutschlag noch gratis. Nice, okay, dann haben wir das auch geschafft. Aber wir sind echt low on Ammo. Müssen wir mal eben gucken. Da ist die Automap. Ganz in Reichweite. Wie kein Ziel. Die ganze Zeit ein Ziel. Euch alle töten! Geist, so wie es aussieht. Das war's dann aber auch mit dem Geist. Wo ist er? Da. Nein! Danke. Automap jetzt zu holen ist, glaube ich, jetzt nicht so drin. Ekelhaftes Vieh. Da ist Slayer-Tor. Okay, und ich glaube, für das Slayer-Tor wechsle ich mal eben zurück auf diese Rune. Einfach, weil es sonst zu krass ist. Bams! What have I done? Das hat nicht geklappt. Das aber. Hier kriegen wir dann unsere dritte Rune. Da ist ein Bosskampf. Ist die Frage, gegen wen das sein wird. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir jetzt schon gegen den dunklen Fürsten antreten.
Das wäre einfach ein bisschen... Das wäre verschwendetes Potenzial, das muss ich so sagen. Widmen wir uns erstmal dieser Herausforderung hier. Pinky. Ich glaube, die wurden echt genervt. Die kamen mir mal stärker vor. Boah, ich kann mich nicht mehr anständig bewegen. Okay, du kommst mir gerade weg. Tot. Okay, dafür braucht man drei. Seit wann braucht man dafür drei? Der krasse Bloodmaker ist da hinten. Der ist erledigt. Der auch. Fick dich. Fick dich doch! Wieder ein Marauder. Nein, 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 wir müssen hier weg, wir müssen weg, 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 Das war's schon? Das war's schon? Das war für ein Slayer-Tor aber recht einfach. Das war ja im Prinzip nicht schwerer als die Kampfarenen, die wir jetzt hier hatten. Geht das upgraden? Hä? Ich kann ja nur das freischalten. Jo. Sehr schön. Und damit haben wir alle Unterstützungsruhen. Würde jetzt aber auch hier trotzdem weiterhin sagen, dass wir... Wobei... Nein, wir machen das. So, wir wollen da oben hin. Das Level ist gar nicht so groß, wenn man mal schaut. Es ist gar nicht so groß. Aber gut, wer weiß, was noch alles passiert, ne? Das weiß man nicht so richtig genau. Also wer echt so gut Bäume fällen kann wie der Doomslayer, der wird wahrscheinlich für die nächste IKEA-Möbelkollektion verantwortlich sein. Scheiße!
Hä? Es sah eben so aus, als wäre meine Granate einfach in den Sumpf gefallen. Kann man da hoch? Man kann da hoch und vermutlich muss man da hoch. Oh ja. Ups. Level-Design-technisch haben sie echt nochmal was anderes probiert. Das finde ich halt echt gut. Also, da steckt auch meiner Meinung nach noch viel mehr Potenzial drin. Aber wer weiß, was sie dann im nächsten DLC alles auffahren. Und die viel bessere Frage, wann dieser DLC kommt. Da hatten wir die Schockwelle. Das nehmen wir nochmal eben gerne und dankend an. So, wir müssen hier hoch. Und jetzt hier rüber. Okay. Und jetzt? Ja, wo kommen wir denn da hin? Das ist fies. Ja, er tankt die Rockets auf jeden Fall wie ein Eisenschild. Okay, das ist sehr witzig. Und jetzt hier rüber. Da gehen wieder irgendwelche Plattformen hoch. Zwei extra Lives da unten. Und warte mal, direkt hinter uns, irgendwo. Da unten. Codex-Eintrag. Logisch, dass wir den brauchen. Buch der Seraph, Teil 9. Und da sehen wir Urdek. Das Dominarium entstand im selben Augenblick, als Urdek um den Vater herum erblühte und überragt alles andere. Es ist der heiligste aller Orte. Kein Lebewesen kann im Luminarium Blut vergießen. Sollte dies geschehen, würden sie den Zugriff auf die Mächte der Auferstehung verlieren. Noch nie kam es auf seinem reinen und geweihten Boden zu Konflikten. Denn das Luminarium verkörpert den letzten verbleibenden Frieden des Vaters in allen verdorbenen Reichen. Das wird jetzt zum ersten Mal passieren. Unter seinen Säulen regen sich die Quantentriebwerke der Schöpfung. Die riesigen interdimensionalen Strukturen bewegen sich aus der Existenz hinein und hinaus und evozieren die Energie für die Spaltung der Essenz vom Körper. Oder um beides wieder zu vereinen. Im Luminarium werden Götter wiedergeboren. Hui, hui, hui. Ein sehr, sehr wichtiger Ort und wir werden ihn entweihen. Ah, sehr schön, dass das auch aktiviert wurde. Kommt man hier direkt hoch. So, jetzt müssen wir noch irgendwie definitiv an die Extra Lives rankommen. Wie schaltet man das Ding aus? Wie schaltet man das aus? Momentan sehe ich noch keine Möglichkeit. Oh! No! Wir sind im Rosenduft des heiligen Hains vergangen. Die Dinger verhalten sich irgendwie merkwürdig. Die reden auch,
Die reden nur komisches Zeug. Und dann komme ich dahin, aber... Da muss irgendwo... Hier muss irgendwo was sein, da. Zweite Plattform und dann ganz unten. Wo? Ah! Perfekt. Wenn man wirklich aufmerksam schaut, findet man das. Aber es war gut getarnt, muss man sagen. Oh, ganz knapp verfehlt, aber es ist auf jeden Fall diese Plattform. Die anderen sind nur fake. Die können wir ignorieren. Perfekt.